für ein Bild. Habt ihr einen Ball, Marco? Ja, noch nicht, erst zum Feier, ja? Na, Monte? Ja. War die Frau, mit der wir uns unterhalten haben, mit der Brille. Ach, jetzt leg mal. Hey. Weiß nicht. Na, guck mal, wenn die hier sitzen, da vorne ist der Lehrer, der Stress hat angewollt, ich habe alles vor. Da stand noch ein Skelett rum. Thank you.
Ja, das ist er. Ah, die ist da ist Susanne cool, mal. Da hinten ist er. Dort ist er. Der hat eine Lederjacke? Nee, mit dem Kinderwagen da. Da liegen die Menschen als Kassette. Komm, nehmen wir mal hoch. Und dann sind wir immer da. Hast du früher so gerne gemacht? Aus all meiner Klasse. Wenige hundert Meter entfernt an der Friedrich-Wolf-Schule in Lenitz werden seit einigen Tagen Probebohrungen vorgenommen. In die Bohrlöcher werden Sonden eingelassen und durch Magnetfeldmessungen hofft man, Bomben zu finden. Als die Eltern davon hörten, waren sie geschockt. Sie beklagen, dass niemand sie vorher gewarnt hat. Ja, wir wurden davon nicht informiert. Mein Kind kam am ersten Horttag aus dem Hort. Also am ersten Ferientag aus dem Hort und sagte mir, du Mutti, die bohren da und suchen da nach Bomben. Und da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Ich denke, ja, wer weiß. Und dann bin ich am Dienstag früh hier vorbeigefahren und dann habe ich das gesehen, dass hier alles aufgewühlt war und Bohrungen vorgenommen wurden. Die Idylle trügt. Im Umfeld lauert der Bombentod, doch auch an das Leben mit der Bombe gewöhnt man sich. Ich bin auch schon über eine Gegend gelaufen und einen Tag später ist da die Bombe hochgegangen. Das hat man auch schon alles miterlebt. Also. Bisher haben die Männer vom Bombenkommando nichts Bedrohliches gefunden.